Ohne Zweifel kann der Raum, den das christliche Denken dem Heiligen Geist einzuräumen hat, nie weit genug sein. Jesus Christus, die Knechtsgestalt Gottes auf Erden, war ein kurzer, in der Weltgeschichte kaum merklicher Augenblick. Ein paar Worte, ein paar Taten und schon ist alles vorbei. Und es ist gut für euch, dass ich gehe, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommt, wird er euch in alle Wahrheit einführen. Die schmale Wort- und Tatoffenbarung öffnet sich in Dimensionen, die dem Geist Gottes allein vertraut sind. Er ist Geist, nicht mehr Wort. Er ist Freiheit. Seine Auslegungen sind immer neu, immer überraschend, immer größer, als die Theologen gemeint haben. Immer unbequemer, als eine verbürgerlichte Christenheit gehofft hat. So, liebe Schwestern und Brüder, schreibt und beobachtet Hans Urs von Balthasar. Und das führt uns zum gestrigen Tag noch einmal zurück. Und den Gedanken können wir aufnehmen. Es ist eben nicht jenes schmale, kurze Ereignis, das da geschehen ist, dass drei Fremde kommen und diesem Kind huldigen. Und damit ist es abgeschlossen. Oder, wenn man es von innen betrachtet, eine Verheißung des Jesaja einfach erfüllt. Nein, es öffnet sich in eine ganz neue Dimension, deren Teil wir selber sind. Es beginnt, so hat es Papst Benedikt einmal gesagt, die große Prozession, die diese drei aus dem Morgenland, aus dem Osten anführen. Und wir sind Teil dieser Prozession. Eine Prozession, die immer neue Wege zu finden hat, zu ihm, dem Ziel dieser Prozession, Christus. Eine Prozession durch alle Zeit. Eine Prozession, die das Licht des Sterns von Bethlehem aufnimmt und sich davon bescheinen lässt. Bis wir selber Lichter werden. Es gibt so viele Unbekannte, wie die drei Unbekannten aus dem Osten, die diesem Stern gefolgt sind, die von diesem Licht angezogen waren und es gefunden haben. Zunächst unscheinbare Menschen, von denen niemand berichtet, die wir dann später als Heilige verehren. Und auch die zahllosen, namenlosen und für uns oft Unbekannten und nicht kanonisierten, die in dieser Prozession Teil sind und die dennoch eine lichtvolle Spur durch diese Geschichte ziehen und das Wort Jesaja auf ganz eigene Art und Weise erfüllen, die erfüllt sind von Gottes Geist, von dem von Balthasar spricht.